Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Heute mit dem ersten Teil einer Doppelfolge, nämlich einer Doppelfolge zu unserem Secular Outlook. Ein Secular Outlook bezieht sich auf die langfristige Sichtweise oder Erwartungen zu der Entwicklung von Märkten, der Wirtschaft oder gesellschaftlichen Trends, die über Jahre oder Jahrzehnte hinweg Bestand haben. Wir beschreiben also die allgemeine Richtung der Wirtschaft und bestimmte Anlageklassen über viele Jahre hinweg, denn wir sind der festen Überzeugung, dass die langfristige Entwicklung von Anlageklassen von den Rahmenbedingungen abhängt, in denen die wirtschaftliche Aktivität eben stattfindet. Es geht also vielmehr darum, strukturelle Faktoren zu betrachten, die das Wirtschaftswachstum, Innovation oder demografische Veränderungen beeinflussen, anstatt kurzfristige oder konjunkturelle Marktentwicklungen oder Zyklen zu beschreiben. All das am Ende fließt in ein sogenanntes Wirtschaftsregime ein und das haben wir getauft und zwar nämlich genau auf die silbernen 20er. Und genau über das möchte ich heute sprechen und dazu habe ich mir zwei ganz tolle Gäste eingeladen, nämlich die beiden Hauptverfasser des Secular Outlooks, über das wir jetzt in den nächsten zwei Folgen sprechen werden. Das ist einmal Christoph Georg Metz als stellvertretender Leiter unseres Portfolio-Managements. Moin Christoph, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Und Dr. Max-Ole Liemen, der gemeinsam mit seinem Kollegen Corbinian Dress die Doppelspitze unserer volkswirtschaftlichen Analyse bietet. Moin Max-Ole, schön, dass du da bist. Ja, moin. Mein Name ist Jan Schlumberger, für alle unsere Hörer und Hörerinnen. In der kleinen Einleitung habe ich schon ein, zwei Hinweise dazu gegeben, wie weit die Tragweite dieses Themas Secular Outlook überhaupt ist. Und genau deswegen haben wir uns dazu entschieden, das ganze Thema zu splitten, um auch dieses Format des Podcasts nicht zu überladen. Das heißt, in dieser ersten Folge werden wir uns hauptsächlich auf das Kapitalmarktumfeld der silbernen 20er beziehen. Wir werden hier den Rahmen zeichnen, um dann in der zweiten Folge, die wir nachliefern, auf das Thema Anlage in den silbernen 20ern zu kommen. Da kann ich so viel schon mal vorwegnehmen. Das wird sehr, sehr spannend, denn wir sehen die ersten Anzeichen, dass sich der unangefochtene König der letzten Jahre, die passiven Investitionsstrategien, vielleicht gar nicht mehr so unangefochten sind und so ein bisschen vom Thron gestoßen werden. Denn die silbernen 20er werden das Thema aktives Investieren wieder viel, viel stärker in den Mittelpunkt nehmen. Aber dazu, wie gesagt, in der zweiten Folge mehr, freut euch drauf. Und wir starten mit der ersten Frage an dich, Christoph. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, einen langfristigen, einen Secular Outlook zu haben für die strategischen Anlageüberlegungen, sich das aufzustellen und für wen ist das überhaupt so relevant? Gut, das Ziel unserer Anleger ist im Allgemeinen der mittel- bis langfristige Vermögensaufbau und oder der reale Vermögenserhalt. Und um sie dabei zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen, entwickeln wir eine auf ihre individuellen Bedürfnisse und Risikoneigung angepasste strategische Anlagenallokation. Und um diese Anlageallokation darstellen zu können, müssen wir langfristige Renditeprognosen für verschiedene Anlageklassen bilden. Das heißt, wir müssen eine Idee entwickeln, wie sich Aktienmärkte, wie sich Rentenmärkte langfristig entwickeln. Nicht nur, was die Wertentwicklung anbetrifft, sondern auch, was eben die Korrelation, also das Verhältnis, das die Entwicklung gegeneinander betrifft und natürlich auch, was die Volatilität betrifft. Und genauso, und ich glaube, da macht man keine Unterscheidung, auch wenn vielleicht professionelle Anleger noch ein bisschen näher an dem Thema dran sind. Darum geht es dann auch immer dieses mindestens, ich glaube, ihr habt es im Secular Outlook mit mindestens einmal im Jahr beschrieben, immer seine Anlageideen, seine Anlagephilosophie dann mit diesem langfristigen Outlook auch einmal abzugleichen, richtig? Ja, also ganz wichtig ist es natürlich für Stiftungen, aber auch für Pensionsfonds. Bei Pensionsfonds ist es so, dass der Regulator vorsieht, dass ein Pensionsfonds mindestens einmal im Jahr seine strategische Anlagenallokation überarbeitet. Ja, und da werden ja genau, da kommen ja genau die Indikatoren beziehungsweise die Zielwerte, die wir hier versuchen herauszuarbeiten, nämlich die Prognosen zu den Renditen von verschiedenen Anlageklassen ins Spiel. Mhm. Max-Ole, ihr beschreibt ja in dem Secular Outlook eine Zeitenwende. Nichts weniger Episches als das, aus, nämlich dass wir in die silbernen 20er eingeleitet werden, dass wir in die silbernen 20er übergehen und das hauptsächlich durch eine Form des Verfalls, also den Verfall von bestehenden Ordnungen. Das alleine hat ja schon eine gewisse Tragweite. Gib uns doch mal so ein bisschen Insights dazu, wie ihr zu diesen Beobachtungen, wie ihr zu diesen Prognosen kommt. Genau, wir kommen zu diesen Prognosen, einfach, dass wir uns ein bisschen in der Welt umschauen und jetzt schon viele Entwicklungen sehen, die darauf wirklich hindeuten, dass wir in einem Strukturbruch sind. Ja, wann erkennt man so einen Strukturbruch? Man erkennt ihn auf jeden Fall, wenn man zurückguckt in die Zeiten, man hat einen Strukturbruch gehabt, wenn man mittendrin ist.
Ja, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, okay, wir sind gerade in einem Strukturbruch. Was man aber sehen kann, ist schon, teilweise sind die Wege eben schon vorgezeichnet. Wenn sich was in eine bestimmte Richtung entwickelt, dann kann man das heute schon sagen. Man kann auch heute schon überlegen, okay, das wieder rückzuwickeln wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Ja, wenn England den Brexit macht, dann können die nicht im nächsten Jahr wieder sagen, wir gehen zurück beispielsweise. Ja, und solche Entwicklungen, oder wenn sich zwei Länder verfeinden oder jetzt mit der Russland-Situation, ja, die Wege sind erstmal vorgezeichnet, die werden eine Zeit lang in diese Richtung gehen. Und ja, daran kann man halt auch schon einen Strukturbruch dann auch ausmachen, auch schon aus der Gegenwart. Mhm. Sind das denn die treibenden Kräfte, die uns zu der Annahme hinführen, dass wir jetzt in genau diesem von dir bezeichneten Strukturbruch sind? Also was sind die ausschlaggebenden Faktoren dafür? Also wir haben vor allem 5 wesentliche Faktoren ausgemacht, wo wir einen Strukturbruch sehen. Und da würde Christoph gleich erstmal anfangen und so das gesamte globale Bild einmal zeichnen. Mhm. Und da geht es dann vor allem um dieses Thema, was man überall hört, der globale Süden gegen den globalen Norden. Und da würde ich jetzt auch das Wort an Christoph übergeben, dass er dann anfängt. Und ich würde dann danach auch noch ein paar Punkte ansprechen, wo wir einen Strukturbruch sehen. Mhm. Gern. Ja, also insgesamt haben wir mehrere Strukturbrüche, wie das Max-Ole auch gesagt hat. Auf der einen Seite auf politischer, auf der anderen Seite auch auf geopolitischer Ebene. Aber es geht eben weiter über die Energieversorgung und die Nutzung von verschiedenen Energien bis hin zu diesem beschleunigten Übergang von einer analogen Welt zu einer digitalen Welt beziehungsweise zur künstlichen Intelligenz. Also wirklich viele Themen, die anzeigen, dass wir irgendwie in eine neue Ära kommen. Wenn man sich das auf geopolitischer Ebene mal anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, dass die Zeit der unipolaren Weltordnung, kann man es nennen, die angefangen hat, so ich würde sagen mit 91, als dann die Sowjetunion sich wirklich aufgelöst hat, dass die so langsam dem Ende zugeht. Ne? Also seit 91 ist es wirklich so, dass Amerika die Nation ist, die die einzige Weltmacht ist und es keine zweite Weltmacht neben ihr mehr gibt. Und ja, das wird eben jetzt immer mehr in Frage gestellt, vor allem durch China, ja, das sowohl wirtschaftlich als auch militärisch als auch technologisch übrigens immer stärker zu den Amerikanern aufschließt. Mhm. Was man eben auch sieht, Amerika hat sein Staatenbündnis, das nennt sich G7, das sind die großen Wirtschaftsnationen, die eigentlich alle relativ ähnlich funktionieren. Das heißt, das sind alles liberale Demokratien, die eine kapitalistische Ordnung verfolgen. China mittlerweile versucht da eben ein Gegenstück zu bilden. Und zwar mit den BRIC-Staaten. BRIC-Staaten am Anfang nur 4, ne? B, Brasilien, R, Russland, I wie Indien und C wie China. Dann kam irgendwann noch Südafrika dazu. Und mittlerweile sind es aber insgesamt 11 Staaten. Und zwar 11 Staaten, und ich glaube, das ist das Interessante, die 36% des Welt-BIPs machen, ja, und die 46% der Weltbevölkerung ausmachen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem G7, das sind eben nur 9% der Weltbevölkerung und nur in Anführungszeichen, weil es ist wirklich weniger, nur 30% des Welt-BIPs. Also hier schon ein ganz, ganz starker antagonistischer Pol, der sich bildet. Und man merkt eben auch, dass dieser antagonistische Pol auch mittlerweile so ein bisschen für Reibung sorgt, vor allem in der internationalen Zusammenarbeit, wenn es um Abstimmungen geht, zum Beispiel innerhalb der UNO. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja ein unheimlich heterogenes Gebilde, weil Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, Brasilien, Russland, Indien, China, was haben die eigentlich gemeinsam? Auf dem Blatt Papier erstmal nicht viel, aber es gibt so ein paar Themen, die gemeinsam haben. Eine davon ist, dass man den Wunsch hat, diese Dominanz des globalen Nordens und vor allem der USA zu beenden und die internationale Währungs- und Finanzordnung zu reformieren. Man will einfach unabhängiger werden von dem US-Dollar. Man will ein Finanzsystem haben, an dem sie im Prinzip noch mehr Mitspracherecht haben. Und man will vor allem wegkommen von der Idee des Wandel durch Handel, den wir ja im Westen immer hatten. Das heißt, der Idee, dass wer mit uns Handel betreiben will, der muss auch unser demokratisches, liberales Weltbild teilen, was ja sehr viele dieser Staaten nicht teilen. Mhm. Die Auswirkung dieser Neuordnung der Welt macht sich übrigens auch ökonomisch bemerkbar und da wird es für uns eigentlich wirklich spannend, weil wir reden ja hier über Kapitalmärkte und Volkswirtschaften. Und zwar deshalb, weil natürlich durch diese Unsicherheit, die jetzt entsteht, Investitionen in Sicherheit wie in Rüstungsgüter oder in IT-Sicherheit immer einen immer größeren Rang einnehmen.
Und natürlich auch, weil, und da wird jetzt gleich Max Ohle sicherlich einiges zu sagen können, weil eben auch der Welthandel mittlerweile davon betroffen ist. Genau, da würde ich jetzt auch direkt reinspringen. Und zwar, was man jetzt wirklich auch schon, wie Christoph Metz auch schon sagte, dass wir diese Strategie hatten von den Industrienationen Wandel durch Handel. Ja, der Welthandel war florierend in den letzten Dekaden. Ja, China hat für die ganze Welt Waren produziert. Und alle hatten irgendwie Freihandelszonen gegründet. Und ja, zurzeit ist es ja wirklich so, im US-Wahlkampf wird es besonders deutlich, ja, die Anti-China-Mentalität, ja, wir wollen unsere Wirtschaft schützen von billigen Importen aus dem Ausland. Und ja, tatsächlich, dieser globale Handel hat in den letzten Jahren deutliche Restriktionen auferlegt bekommen. Und da habe ich mir mal angeguckt, gibt von Global Trade Alert so eine Zusammenfassung darüber, inwieweit der Staat oder die Staaten auf der Welt in den Welthandel eingreifen. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil von den ganzen Interventionen, die es seit 2008 gab, gab es 60.000 neue Restriktionen, die den Handel auf irgendeine Art und Weise blockiert haben. Ja, das kann über vor allem über Subventionen von bestimmten Wirtschaftszweigen erfolgen oder eben über Zölle. Da sind wir dann auch genau bei dem Thema US-Wahlkampf. Wenn wir uns dann Donald Trump angucken, der beispielsweise sagt, alles aus China, flat 60% Besteuerung bis zu 100%. Alle anderen Länder 10% Zoll. Oder wenn jetzt auch, man sieht es bei der EU, wenn die sagen, okay, auf chinesische Autos wollen wir jetzt Zölle erheben. Oder Kanada, die 100% auf chinesische Elektroautos erheben. Also wir sehen, wenn man die Zeitung aufschlägt, wirklich immer mehr von diesen Aussagen, Zölle gegen Zölle. Und das spiegelt sich eben auch in den Zahlen wieder. Wie gesagt, 60.000 Restriktionen, die den Welthandel blockieren. Klar, es gibt auch eine gegenläufige Entwicklung. Ja, es gibt jetzt in dieser Zusammenfassung von den Interventionen immerhin 11.000 liberalisierende Interventionen. Ja, gegenseitiger Verzicht auf Zölle oder okay, eure Waren erkennen wir auch jetzt bei uns an, dass die Sicherheitsstandard erfüllen. Ja, also alles, was irgendwie den Welthandel da forciert. Sind das dann Handelsinterventionen zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden oder sind das Handelsinterventionen unabhängig vom globalen Süden oder globalen Norden zwischen den einzelnen Staaten? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also vor allem, habe ich schon gesagt, dass diese Anti-China-Mentalität. Genau, das habe ich auch viel rausgehört. Genau, tatsächlich. Also viel denen Anti-China. Wird ja immer Währungsmanipulation vorgeworfen und Dumping jetzt mit ihren ganzen Solarpanelen, die sie da auf den Markt schleudern, die E-Autos, die angeblich alle unter Wert dann angeboten werden können. Und ja, das ist dann auf jeden Fall zurzeit, ist es wirklich sehr viel gegen China und gegen den, ja, kann man sagen, vom globalen Norden gegen den globalen Süden, aber auch in die andere Richtung, ja, gegen Zölle zum Beispiel dann auf französischen Käse, wenn die EU irgendwie was gegen China erhebt. Ja, also sowas sieht man immer wieder. Aber was ich persönlich ganz interessant finde, ist, dass auch unterhalb den BRICS-Staaten jetzt teilweise auch schon gegeneinander Zölle auch erhoben werden. So hatte zum Beispiel Mexiko, na gut, ist jetzt nicht BRICS, aber auch Brasilien haben zum Beispiel gegen chinesische Stahlimporte haben sie auch Maßnahmen eingeleitet. Mhm. Ja, also die Länder versuchen gerade alle irgendwie sich abzuschirmen, passt dann in dieses Bild dieser Deglobalisierung, die man zunehmend jetzt auch beobachtet. Danke dir. Dann würde ich auch noch zu einem anderen Strukturbruch kommen, der auch zu sehen ist. Na gut, der ist auch jetzt schon ein bisschen länger zu sehen. Ja, das ist eben dieser Wandel von der fossilen Energie zu der erneuerbaren Energie. Wenn man mal so ein bisschen in der Zeit zurückguckt, ja, 1970er Jahre, ja, da haben Gas, Kohle und Öl noch rund 90% der weltweiten Energieverbrauchs ausgemacht. Ja, dann der Rest wurde eben von Wasser gedeckt. Dann kamen die Atomkraftwerke, ja, dann haben die nochmal so einen Anteil von 6% gekriegt. Und seit der Finanzkrise, also so 2008, hat man dann wirklich eine Beschleunigung gesehen. Ja, seitdem sind Solar, Wind, Wasser, Biotreibstoffe, ja, und auch andere Sachen wie Geothermie, Biomasse, ja, machen nun mittlerweile rund 15% des gesamten weltweiten Energieverbrauchs aus. Also da auf jeden Fall eine Entwicklung in diese Richtung. Und was auch noch ganz interessant ist, ja, inwieweit Elektrizität als primäre Energiequelle genutzt wird. Heutzutage, ja, waren es 1985 noch 12,8% auf der Welt, sind es jetzt mittlerweile fast 20%. Ich denke mal, ist ziemlich naheliegend, warum wir immer mehr Strom brauchen. Ja, die E-Autos haben wir schon angesprochen. In Deutschland heizt man jetzt immer mehr mit Wärmepumpen, die brauchen Elektrizität. Klimawandel kann man jetzt auch noch erwähnen.
Was brauchen wir da? Da brauchen wir dann im Winter die Heizung und im Sommer die Klimaanlagen, also da auch erhöhter Stromverbrauch. Und jetzt auch noch ganz aktuell eben diese ganzen energiehungrigen KI-Server, wo wir zum Thema KI kommen ja gleich auch nochmal. Und ja, Elektroautos hatte ich schon angesprochen. 2010 waren die ja relativ irrelevant für den gesamten globalen Autonachfrage. Mittlerweile machen die rund 12% von der neuen Nachfrage nach Autos aus und Hybride auch schon 6%. Also fast 20% der neu nachgefragten Autos sind jetzt auf jeden Fall elektrisch oder zumindest hybrid. Was dann auch die Frage aufwirft, gerade für Deutschland, ja, was passiert mit diesen fossilen Geschäftsmodellen, die eben noch vornehmlich Diesel- und Verbrennerautos herstellen. Also generell, was sind diese ganzen fossilen Geschäftsmodelle heute noch wert? Mhm. Dann würde ich jetzt gerne noch auf den KI-Sektor zu sprechen kommen, beziehungsweise was hatten wir gesehen in den letzten Jahrzehnten? Hatten wir einmal diesen Wechsel von analog zu digital? Ja, ich denke, das ist weitestgehend allen Leuten bekannt. Und was wir jetzt vermehrt sehen, ist eben genau die KI-Welle. Ja, man weiß noch gar nicht so recht, man kann dieses abstrakte Konstrukt KI noch gar nicht so richtig fassen, was es jetzt endgültig mit der Welt tatsächlich ändern wird. Was man schon sagen kann, ja, dass es auf jeden Fall zu einem Strukturbruch da vermutlich kommen wird. Ja, wir sehen, wenn wir uns mal angucken von der arbeitenden Bevölkerung, wer davon betroffen sein könnte, also generell erstmal von Automatisierung und KI. Ja, das ist ein sehr großer Anteil, der damit in Berührung kommt. Also richtig gefährdet sind nach einer Umfrage und einer Studie von der OECD tatsächlich so die ehemaligen Ostblockstaaten. Da sind 35-30% der arbeitenden Bevölkerung durch Automatisierung gefährdet. Ja, in Deutschland auch 25-30% ungefähr. Ja, und Länder wie die USA und Schweiz, die haben dann eben nur 20%. Also man sieht, die Gefahr besteht. Wen betrifft das Ganze? Ja, das sind dann nicht die Handwerker, die irgendwas mit ihren Händen noch schaffen, die Bauarbeiter, die wird es nicht betreffen. Wen es betreffen wird, das sind vor allem gut ausgebildete, ja, wie sagt man so schön im Amerikanischen, die White Collar gegen Blue Collar. Ja, es trifft hier jetzt also auch die Leute, die analytisch tätig sind, die mit großen Datenmengen arbeiten. Ja, vor allem betrifft es dann den Dienstleistungssektor. Ja, wir haben alle schon mal mit diesen ganzen KI-Apps rumgespielt. Schreib mir mal einen Text zum Thema oder schreib mir mal 500-Wort-Essay zum Thema Emilia Galotti, fass mir das zusammen oder hat man nicht gesehen. Also das kommt heutzutage auf Knopfdruck raus. Dann dieser klassische Witz, den man immer hört. Ja, dieser Podcast wurde von KI geschrieben, habt ihr gar nicht gemerkt. Ja, oder so in dieser Art gehen, was man immer hört. Ja, oder der Secular Outlook wurde von KI geschrieben. Das hat ja, auch genau. Schreibt mir mal einen Secular Outlook über 30 Seiten OpenAI. Ja, nee, also das wird auf jeden Fall zu großen Umdenken führen. Vielleicht werden dadurch einige Jobs hinfällig, wobei, wie gesagt, man weiß es noch nicht so wirklich, in welche Richtung es geht. Also ich glaube nicht, dass es zumindest erstmal mittelfristig nicht sein wird, okay, Analytiker und der Dienstleistungssektor wird durch KI ersetzt, sondern es ist dann eher, Analytiker werden durch Analytiker ersetzt, die KI verwenden. Ja, also eher so in diese Richtung sehe ich das Ganze eher, die Entwicklung. Klar, es wird Jobs geben, die dann nicht mehr nachgefragt werden. Es wird dann über KI gemacht, einfach aus Kostengründen. Aber es werden neue Jobs entstehen und ja, da muss man wirklich jetzt abwarten, wie sich diese KI-Welle entwickelt. Ich sage da gleich auch nochmal was zu, wenn wir so ein bisschen über den wirtschaftlichen Einfluss von KI sprechen. Gerne. Ich glaube, einen weiteren Strukturbruch oder ein Oberthema der Strukturbrüche hattet ihr noch im Bereich der Demokratien, der politischen Veränderungen aufgetan. Mögt ihr da auch noch einmal drauf eingehen? Ja klar. Ich meine, das eine passt ja zum anderen oder das eine geht aus dem anderen hervor. Ich meine, die ganzen Strukturbrüche, die Max Ohlitz benannt hat, führen ja dazu, dass die Leute sich immer unsicherer fühlen. Ja, und wie es halt immer so ist, wenn der Mensch Unsicherheit fühlt, dann sucht er manchmal nach einem starken Mann. Das ist traurig, aber es ist so und wir erleben momentan wirklich eine Krise des liberalen Kapitalismus, da immer mehr Staaten in sich in Richtung Autokratie entwickeln. Es gibt ein Forschungsinstitut der Uni Göteborg, das heißt VDEM, ja, das zeichnete nach, wie sich die Demokratien entwickelt haben, beziehungsweise wie sich Demokratien zu Autokratien entwickelt haben und man kann eben sehen, seit 2003 gibt es immer mehr Länder, die in Richtung Autokratie gehen. 2003 selbst waren es noch 11, 2023 waren es rund 48 Länder, die sich weg von der Demokratie hin zu einer Autokratie entwickelt haben. Jetzt kann man sagen, das ist nicht viel, wenn man das mal anguckt, was ist denn da schon da in Anführungszeichen, also wie viele autokratische Staaten gibt es denn eigentlich schon? Ja, dann wird man leider feststellen, dass rund 48% der Länder weltweit
Autokratien sind und dass rund 67% der Weltbevölkerung in autokratisch geprägten Ländern lebt. Also ja, das ist schon, ne, was jetzt die Menschheit anbetrifft, ist das schon die Mehrheit. Was heißt eigentlich Autokratie, auch um den Begriff vielleicht mal so ein bisschen zu erklären? Das heißt, dass es Länder sind, in denen Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung oder der Schutz von Minderheiten nicht oder kaum gewährleistet ist. Ja, das heißt auch, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Anlage zurück, dass unter Umständen die Eigentumsrechte nicht so wahnsinnig gut gewährleistet sind. Und das ist ja für uns Investoren sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich das Allerwichtigste für uns. Wenn wir irgendwo investieren, wollen wir natürlich sicher gehen, dass uns das, was wir da erworben haben, auch tatsächlich gehört und dass wir das, wenn wir das auch wieder verkaufen wollen, auch wieder verkaufen können. Und das ist so ein bisschen das Problem mit dieser Entwicklung der Autokratien, dass es natürlich die Frage nach Eigentumsrechten und des Anlegerschutzes mit sich zieht. Das Zweite, und das ist auch eine relativ beeindruckende Entwicklung, ist, dass dieses Risikos der Verfall bestehender Ordnungen oder der Krisen des Kapitalismus, des liberalen Kapitalismus, auch die westlichen liberalen Demokratien, und ich würde sogar sagen, die alten westlichen liberalen Demokratien betrifft. Also man sieht es in den USA, da gibt es eine Studie von dem Pew Research Center, das zeigt, dass die Gesellschaft immer gespaltener ist. Also sprich, Republikaner und Demokraten können eigentlich kaum noch miteinander diskutieren in vernünftigen Art und Weise. Und man hat eben auch gesehen, und das war das Negativste am Sturm des Kapitols am 6. Januar 2021, dass selbst die Grundlage der Demokratie, nämlich der friedliche Regierungswechsel nach einer Wahl, hier in Frage gestellt worden ist. Also auch da eine äußerst kritische Entwicklung. Das ist allerdings kein typisch amerikanisches Phänomen. In Europa zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Also wenn man sich nur mal anguckt, Frankreich, da habe ich mir mal angeguckt, wie war denn das mit dem Stimmanteil bei den Präsidentschaftswahlen 2022 im ersten Wahlgang? Und da hat man gesehen, okay, 58% des Stimmanteils ging auf links- oder rechts populistische Parteien. Also sprich, die bürgerlichen Parteien sind mittlerweile, zumindest mal im ersten Wahlgang, in der Minderheit. Ja. Gucken wir nach Italien, da sehen wir, dass mittlerweile auch eine rechtspopulistische Partei an der Regierung ist. Und wenn wir nach Holland oder beziehungsweise in die Niederlande schauen, dann sehen wir eben, dass auch dort die stärkste Partei mittlerweile eine rechtspopulistische Partei ist. Aus Anlegersicht, und das wird für uns das Maßgebliche, ist die Entwicklung natürlich nicht gut. Warum? Zum einen sehen wir, dass die politische Stabilität so ein bisschen ins Wanken gerät. Zum anderen ist es so, dass eine populistische Wirtschaftspolitik in der Vergangenheit immer zu höheren Staatsdefiziten und zu höheren Inflationsraten geneigt hat. Ja, weil natürlich die politischen Vorstellungen hier so ein bisschen Vorrang vor den wirtschaftlichen Belangen hatten. Also im Großen und Ganzen kommen wir in eine Situation rein, in denen auch das politische Umfeld in unseren Ländern instabiler wird. Und diese zunehmende Instabilität führt dazu, dass wahrscheinlich auch die Investitionsneigung da eher abnimmt. Denn was ist wichtig, wenn ich lange investiere als Unternehmen? Es ist wichtig, dass ich ein gutes, stabiles, wachsendes und möglichst inflationsfreies oder Umfeld finde, in dem die Inflation möglichst nicht zu hoch ist. Ja, und das finde ich eben wahrscheinlich in Zukunft immer weniger. Okay, das heißt, ich nehme jetzt mal von euch mit, wir haben mannigfaltige Anzeichen dafür, dass wir in einem Strukturbruch sind oder in einer Strukturübergangsphase. Ich nehme nochmal die Punkte auf, unipolar zu multilateral, globaler Süden, globaler Norden, Protektionismus, das ganze Thema fossile Energien, die zu erneuerbaren Energien werden, analog zu digital, Demokratien in der Krise, aber auch Autokratien auf dem Vormarsch. Das heißt, wir haben hier eindeutige Anzeichen darüber, dass wir in einem Strukturbruch sind. Jetzt die erste Frage, tatsächlich kurze Frage, haben wir denn diesen Strukturbruch schon vollzogen? Sind wir schon in dem neuen finanzwirtschaftlichen Regime? Sind wir schon in den silbernen 20ern? Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube momentan noch nicht. Wir sind mittendrin in diesen Strukturbrüchen. Woran kann man das sehen, dass es sich noch nicht vollzogen, noch nicht komplett vollzogen hat? Ich würde es, wenn ich mir die Finanzmärkte anschaue, an den Bewertungen der Aktienmärkte festmachen. Warum? Die Bewertungen sind nach wie vor extrem hoch und das in einer Situation, die sehr, sehr unsicher ist. Und normalerweise würde man ja sagen, je unsicherer die Situation, desto niedriger müssen die Bewertungen auch sein. Ja, und das ist momentan nicht der Fall. Dann lass uns doch nochmal gemeinsam auf das Zielbild, also die silbernen 20er, in die wir uns jetzt reinentwickeln, gemeinsam draufschauen. Was sind denn hier die bestimmenden Faktoren, die bestimmten Rahmendaten, die diese silbernen 20er für uns ausmachen werden? Also die bestimmten Rahmendaten in der volkswirtschaftlichen Analyse natürlich immer Wachstum und Inflation.
Ja, und alles, was dazugehört, in Anführungszeichen. Das heißt Staatsverschuldung zum Beispiel, Defizite, Außenhandelsdefizite etc. Wenn wir jetzt mal in den Konjunkturzyklus reingehen und uns erstmal angucken, wie glauben wir, werden sich die Konjunkturzyklen in der Zukunft abspielen, dann gehen wir davon aus, dass wir wieder deutlich häufiger Rezessionen als in der Vergangenheit haben. Deutlich häufiger heißt, also einfach mal ein Beispiel zu geben, zwischen 1945 und 1980 hatten wir in 35 Jahren rund 8 Rezessionen. Das heißt, in den USA rund alle 4 bis 5 Jahre gab es eine Rezession. Guckt man sich jetzt die letzten 44 Jahre an, seit 1980, dann hatten wir 5. Ja, das heißt, im Durchschnitt hatten wir 7 Jahre ohne Rezession in den letzten 44 Jahren. Vorher waren es 4 Jahre. Und wenn wir uns den letzten längeren Zyklus angucken, nämlich von 2009 bis 2020, dann hatten wir 128 Monate, das heißt 12,5 Jahre, sagen wir mal, keine Rezession, was absoluter Rekord war. Es war im Prinzip die längste Periode ohne Rezession seit 1854 in den USA. Also extrem lang. Jetzt kann man sagen, ja, das ist doch toll. Keine Rezession ist doch prima. Schwankungen sind unangenehm. Wenn eine Rezession kommt, dann steigt die Arbeitslosigkeit. Das ist nicht gut. Ja, das Problem ist, diese Unterdrückung der Konjunkturzyklen oder dieses Unterdrücken der Rezession hat auch Kosten. Und die Kosten, die sieht man an dem deutlichen Anstieg der Schuldenberge bei uns. Und man sieht es auch daran, dass die Geldpolitik eben wahrscheinlich in den letzten 40 Jahren eher zu locker war. Wie kann man das sagen? Man kann es nicht festmachen an den Inflationsraten, die waren gar nicht so hoch. Man kann es aber festmachen an der Entwicklung der Kapitalmärkte, die wahrscheinlich viel zu gut waren, in Anführungszeichen. Ja, also sprich, das Geld ist nicht unbedingt in Waren gegangen, deswegen hatten wir keinen riesen Anstieg bei der Waren- oder Güterinflation, aber es ist eben in Sachwerte gegangen, sprich in Aktien oder andere Anlageformen. Und dadurch sind wir zu diesen hohen Bewertungen gekommen, die wir heute sehen. Wir gehen davon aus, dass dieses Spiel, das man da gespielt hat, dass es insofern endlich ist, da zum einen die Schuldenstände deutlich höher sind und zum anderen, und das ist eben jetzt ein neuer Faktor, der erstmalig, ich würde sagen, seit 2009 wieder zurückgekommen ist, nämlich der Faktor Inflation wieder wichtiger wird. Also sprich, die Notenbanken werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr die Möglichkeit haben, die Konjunkturentwicklung so stark abzufedern, weil sie gleichzeitig noch darauf achten müssen, dass die Inflation nicht stärker zunimmt. Und dieser neue Inflationsdruck, den wir jetzt haben, den wir sehen können, momentan, der kommt unter anderem durch die Faktoren, die wir vorher genannt haben, nämlich durch die geopolitischen Faktoren, durch den Protektionismus, durch die Tatsache, dass immer mehr Länder versuchen, die Industrieanlagen zurückzuholen ins eigene Land. Das heißt, die Gewinne, die wir durch die Globalisierung hatten, ja, Globalisierung hieß ja unter anderem, dass man eben Produktionsanlagen gezielt und auch relativ konzentriert in bestimmte Entwicklungsländer verlegt hat, ja, und dadurch enorme Skaleneffekte erzielt hat, was die Produkte, die da hergestellt worden sind, natürlich auch deutlich günstiger gemacht hat, die dreht man jetzt teilweise zurück. Und dieses Zurückdrehen heißt, dass man eben auch die Preisentwicklung, die da eben negativ war, wieder ins Positive dreht. Das heißt, dass man die Inflation dadurch natürlich auch wieder ein Stück weit hochdreht. Das Gleiche ist mit den Investitionen in Sicherheit. Wenn ich mir einen Stacheldrahtzaun um mein Unternehmen bauen muss oder mir eine neue, größere IT-Sicherheit zulegen muss, dann kostet das erstmal Geld. Aber es ist nicht produktivitätsfördernd und es macht mein Produkt auch nicht besser. Das Gleiche gilt natürlich auch für die stark steigenden Ausgaben für Sicherheit. Wenn Unternehmen ihre Produktionsanlagen und ihre Infrastruktur im IT-Bereich besser schützen müssen, zum Beispiel gegen Spionage, dann kostet das Geld. Es verbessert aber nicht die Produktivität des Unternehmens und auch nicht die Qualität der Produkte, die hergestellt werden. Diese Mehrkosten, die dürften auch an den Kunden dann weitergegeben werden. Das heißt, die Produktpreise werden sehr wahrscheinlich steigen. Und das ist natürlich für die Preissteigerung, das heißt für die Inflation, negativ. Also sprich, das ist auch inflationsfördernd, wenn ich mehr in Sicherheit investieren muss. Ja, und deshalb ist eben die Möglichkeit, aus unserer Sicht die Möglichkeit der Zentralbanken in den nächsten Jahren, die Wirtschaft zu unterstützen, deutlich geringer als es der Fall war in den Jahren seit 2009, seit der großen Finanzkrise, in der es eigentlich nur ein Thema gab, eine große Überschrift in der Wirtschaft, das war nur keine Deflation. Und mittlerweile würde ich sagen, es gibt eben mittlerweile sowohl deflationäre als auch inflationäre Risiken und die inflationären Risiken sind wieder zurückgekommen. So, dann würde ich zu meinem Lieblingsthema kommen. Das passt ja gerade ganz gut. Staatsschulden,
Ich versuche mich relativ kurz zu halten. Ich habe darüber promoviert, da könnte ich stundenlang drüber erzählen. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal hier auf das Wichtige beziehen, was jetzt hier für die silbernen 20er von Belang ist. Staatsschulden, ja, war lange Zeit erstmal kein Thema mehr. Das Wirtschaftswachstum war in den meisten Ländern höher als die Zinsen. Ja, dann hat man gesagt, okay, das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, wir wachsen schneller, als wir neue Schulden aufnehmen. Ja, gab es eine lange Debatte darüber, ob Schulden wirklich so schlimm sind. Und ja, die USA, Deutschland eben nicht, aber die USA und vor allem auch Frankreich, ja, haben große Schuldenquoten aufgebaut. In Deutschland haben wir die Schuldenbremse, die das Ganze ein bisschen verhindert. Aber wo ist denn diese Gefahr? Also erst einmal, was ist überhaupt diese maximale Tragfähigkeit von Schulden? Ab wann ist ein Schuldenstand problematisch? Ab wann ist er unproblematisch? Na, ich denke mal, alle sind sich einig, wenn die US-Regierung sagt, okay, ich nehme jetzt Geld auf, gebe das all meinen Bewohnern, sodass die nie wieder arbeiten müssen, ja, dann wird auf jeden Fall schon mal so eine kritische Schuldenniveau erreicht worden sein. Was wir sehen, ist eine deutliche Zunahme von Staatsverschuldung, die sich, wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten immer weiter aufgebaut hat, durchweg über die gesamte Welt. Es sind nicht nur Staaten, die diese Schulden aufnehmen, es sind auch Haushalte, es sind Unternehmen. Ja, die ganze Welt wird irgendwie in irgendeiner Form von Schulden angetrieben. So, was ist jetzt also das Problem von diesen steigenden Schulden? Die USA beispielsweise, die machen eben regelmäßig Defizite in so einer Größenordnung von 5%. Ja, die Schulden steigen, gut, Wirtschaftswachstum senkt das Ganze ein bisschen, aber die Schulden steigen und steigen. Wir sehen immer diese Verhandlungen, können wir nochmal das Limit für unsere Staatsschulden in den USA hochsetzen? Ja, also es ist problematisch mit der Verschuldung. Warum ist das Ganze problematisch? Wir haben zum einen einen stark inflationären Effekt, der von hohen Schulden ausgehen kann. Ja, also hier auch wieder, warum Inflationsraten auch strukturell in den silbernen 20er höher sind. Ja, es basiert zum einen auf der hohen Verschuldung. Was bedeutet das Ganze? Ja, kann man unbegrenzt Schulden aufnehmen? Nein. Wir haben im Zuge der Covid-Krise gesehen, ja, dass die Regierung riesige Stimuluspakete auf den Weg geschickt haben. Ja, die haben die Wirtschaft quasi überhäuft mit Geld. Ja, die haben das Geld nicht über Umwege wie nach der Finanzkrise erst in die Banken und dann irgendwie in den Wirtschaftskreislauf versucht zu bringen. Und haben dann gesagt, okay, wir zahlen das Ganze irgendwie so und so zurück, sondern nein, die Regierung ist hingegangen, hat gesagt, druck mir 5 Trillionen Dollar oder hast du nicht gesehen. Ja, und verteilt es direkt an die Leute. Was machen die dann? Die rennen damit los, kaufen Waren und Dienstleistungen und die Inflation steigt. Es gab kein Versprechen oder keinen Plan, wie das Ganze zurückgezahlt werden soll. Ja, und Staatsausgaben, die einfach in den Raum geworfen werden, ohne irgendwie eine glaubwürdige Art und Weise, wie es zurückgezahlt werden kann, ja, die sind in der Regel inflationär. Wir haben es gesehen. Ja, wir haben diese Hyperinflation jetzt gehabt. Das heißt Hyperinflation, aber Inflationsraten von 8, 10, 12%. Ja, haben wir gesehen, das Ganze geht, zumindest nach meinem Forschungsstand und auch die Meinung von vielen anderen, eben vor allem auch auf diese großen Staatsausgabenerhöhungen und diese Stimuluspakete zurück. Ja, warum ist das Ganze jetzt problematisch? Ja, der Staat muss eben immer mehr Geld dafür aufgeben, um bestehende Schulden zu tilgen. Ja, also wir holen uns quasi irgendeinen Zahlungsstrom aus der Zukunft, ja, wir holen uns das in die Gegenwart, geben das heute schon aus und haben dann eben die Schulden, die wir dann zurückbezahlen müssen. Ja, also man kann mit Schuldenwachstum generieren, das ist ganz klar. Aber die Folgen von Schulden dürfen eben nicht unterschätzt werden. Wir hatten schon gesagt, starke Inflation. Ja, was will man tun gegen die Schulden, die immer weiter steigen? Ja, irgendwann, wenn sie dann wirklich zurückgezahlt werden müssen, kann das eben nur über Steuererhöhung oder über Reduzierung der Staatsausgaben gehen. Oder was heutzutage halt gerne immer wieder gemacht wird, ist eben über Inflation. Ja, Inflation nützt den Leuten, die sich Geld geliehen haben, bedeutet hier Abbau der Schulden über Inflation. Schulden kann man auch über Wachstum senken, die Schuldenstände habe ich anfänglich ja schon gesagt. Und das ist jetzt auch noch ein zentrales Problem von diesen hohen Schulden, das sind Schuldenkrisen, wir haben es in Griechenland gesehen in 2010er Jahren. Ja, das kann ganz schnell gehen, die Märkte wittern irgendwie eine Krise. Was machen sie? Sie verlangen höhere Zinsen, die höheren Zinsen steigern das Defizit und dann kommt die Krise im Endeffekt noch schneller als erwartet. Also so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, wir gehen eben davon aus, dass diese Schuldenniveaus weiter steigen werden. Ja, das wird zum Beispiel in den USA jetzt auch unabhängig davon passieren, ob es jetzt Demokraten oder Republikaner sind. Ja, Schulden steigen überall auf der Welt. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Ich denke, kommt die nächste Krise. Ja, früher war es ja so ein Tabubruch, große staatsfinanzierte Stimulusprogramme zu machen. Ja, das Ganze wird jetzt
vermutlich bei der nächsten Krise wieder passieren. Und dann stellt man sich die Frage, wenn man eh schon ein Schuldenniveau von 120% des BIPs hat, man nimmt wieder so viel Geld auf, inwieweit das Ganze dann noch von den Investoren dann auch mitgegangen wird oder ob es dann zur Inflation kommt. Mhm. Wir haben ja aber die silbernen 20er, das heißt, wir haben ja auch positive Effekte für das neue Regime, das wir uns vorgestellt haben. Was sind denn da Faktoren, die uns auch ganz positiv, abgesehen von den höheren Staatsschulden und den wahrscheinlicher werdenden Rezessionszyklen, was lässt uns denn positiv in die nächsten Jahre blicken oder auf die nächsten Jahre blicken? Hoffentlich lässt uns was positiv auf die nächsten Jahre blicken. Ja, ich denke das Thema KI, ne? Ja, da haben wir auf jeden Fall viel Potenzial. Produktivitätsgewinne sind da auf jeden Fall denkbar. Da gehen die Meinungen aber auch wieder auseinander, wie weit uns da KI wirklich nach vorne bringt. Es gibt einen berühmten Wirtschaftsforscher, das ist der Acemoglu, ja, Darren Acemoglu, und der sagt, dass dieser Effekt in den USA zwischen 2024 und 2034, also in den nächsten 10 Jahren, relativ gering sein wird. Der sieht da irgendwie nur auf das US-BIP-Wachstum einen Effekt von 0,10%. Ja, dann die größeren Forschungshäuser, Goldman Sachs, PwC, McKinsey sind da ein bisschen optimistischer. Also die sehen da auch bis 1,9% BIP-Wachstum durch die KI-Effekte. Ja, wird sich zeigen. Jetzt haben die ganzen Unternehmen groß in die Infrastruktur für KI investiert. Jetzt bleibt spannend, inwieweit diese neuen Investitionen auch ertragsbringend dann sind für die Unternehmen. Mhm. Generell, was neben der KI natürlich auch noch positiv sich zumindest kurzfristig auswirken wird oder sich schon auswirkt, das sind die ganzen Infrastrukturen, die aktuell stattfinden. Das ist klar. Wir haben aber nicht nur positive Aspekte. Also wenn wir jetzt nur mal aufs Wachstum gucken und wenn man sich mal anschaut, was bestimmt eigentlich langfristiges Wachstum, dann ist es zum einen die Produktivität, zum anderen eben aber auch das Bevölkerungswachstum. Und das Bevölkerungswachstum wird eben in den nächsten Jahren sich eben eher nicht so positiv entwickeln. Wir haben relativ schlechte Geburtenraten in den westlichen Demokratien und das führt dazu, dass wir eben auch immer weniger Menschen haben, die sich um einen Job bewerben. Oder um das anders auszudrücken, es führt dazu, dass eben die geburtenschwachen Jahrgänge langsam zum Problem für die Arbeitgeber werden. Und das hat mehrere Auswirkungen. Zum einen ist eben so, weniger Menschen, die arbeiten, heißt weniger Wirtschaftswachstum, ist ganz einfach. Das zweite ist, bringt natürlich auch Probleme für das Sozialsystem mit sich durch die Renten und die Pflegekosten, die jetzt ansteigen werden, weil immer weniger Arbeitstätige auf einen Pensionär oder einen Rentner kommen werden. Und das dritte Problem, das man vor allem in Japan ganz gut erforschen konnte, ist, dass eben die Produktivität ab 55 Jahren deutlich abnimmt und mit dem Anstieg der 55-Jährigen im Verhältnis zu den anderen wohlgemerkt, dass dadurch natürlich auch insgesamt so ein bisschen das Produktivitätswachstum abnehmen wird. Ja, das schlägt dann wieder gegen die KI. Jetzt muss man ganz ehrlicherweise sagen, das sind Studien der letzten 20 Jahre und mit KI eröffnet man sich ja ein neues Spielfeld und die Hoffnung ist natürlich schon, und die spielt bei uns natürlich auch eine Rolle, dass man sich mit der KI so ein Stück weit oder dass man mit der KI so ein Stück weit gegen dieses Bevölkerungsalterungsproblem ankämpfen kann. Also sprich, dass man eben einen Teil des Wachstums, das verloren geht über dieses schwache Bevölkerungswachstum oder sogar negative Bevölkerungswachstum, dass man das eben ausgleichen kann durch Produktivitätsgewinne, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, aber eben auch durch die weiterlaufende Digitalisierung. Mhm. Okay, das heißt, wenn ich mir das mal so angucke und ich schaue auch ein bisschen auf die Zeit, wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten, in dem die bestimmenden Faktoren für die silbernen 20er wären für mich, aus dem, was ihr erzählt habt, dann einmal das Thema der kürzeren Wirtschaftszyklen. Wir haben eine negative Bevölkerungsentwicklung, das hast du gerade sehr schön dargestellt, Christoph. Das Thema hohe Verschuldung. Max Ohle, man merkt, das liegt dir sehr am Herzen. Das ist sehr schön, also von daher vielen Dank dafür. Aber demgegenüber steht tatsächlich dieses Thema KI, also das Thema Digitalisierung, Produktivitätsgewinne auch durch Digitalisierung. Und da werden wir schauen oder müssen wir schauen, wie sich da die Karten gelegt werden. Wenn ich nochmal auf das Blicke, was ihr so prognostiziert für die silbernen 20er, das hattest du, Christoph, auch schon einmal kurz angesprochen, dann sind wir da im Mittel der Inflationsraten ein wenig höher als in der Vergangenheit und dadurch aber dann auch im realen BIP-Wachstum leicht geringer als das, was vielleicht in den letzten Jahren passiert ist, richtig? Das ist korrekt. Wir werden insgesamt wahrscheinlich ein niedriges Realwachstum haben, aber dadurch, dass wir höhere Inflationsraten haben, vielleicht insgesamt ein besseres Nominalwachstum. Sehr schön. Genau, wäre noch wichtig zu erwähnen, das sind dann eher diese strukturellen Faktoren, warum wir davon ausgehen, dass die Inflationsraten auch über dem Zielwert der Notenbanken von 2% bleiben werden.
Ja, wir hatten jetzt wirklich schon bunt gemischt in dem Podcast hier Gründe angesprochen, die für höhere Inflation sprechen, sei es für höhere Verschuldung, sei es Verteuerung der Produktion. Ja, Verteuerung der Produktion eben dadurch, dass wir Protektionismus haben, höhere Zölle. Zölle landen am Ende bei dem Staat, der die Zölle erhebt im Endeffekt. Klar, die haben Einnahmen, aber im Endeffekt trägt es der Konsument aus. Ja, wenn Zwischenprodukte importiert werden, die dann teurer sind, ja, irgendwann schlägt sich ein Preis nieder, wenn man es selber produziert, ja, wenn man es vorher importiert hat, jetzt produziert man es selber. Es wird einen Grund haben, warum man es importiert hat. Wahrscheinlich kann man es nicht so günstig herstellen, also da auch teurere Preise. Demografie auch wichtig. Man sieht es, wenn man auf dem Land wohnt und die Handwerker betrachtet, ja, die gehen alle in den Ruhestand. Es gibt immer weniger große Nachfrage. Dementsprechend können die dann auch die Preise anziehen. Ja, also es hängt alles irgendwie zusammen in den silbernen 20ern. Diese ganzen strukturellen Faktoren, die dann auch letztendlich sich in den Inflationsraten widerspiegeln. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir tatsächlich das erstmal das Bild der silbernen 20er und das Bild des Strukturwandels, also hin, der sich gerade vollzieht, hin zu den silbernen 20ern aus dem jetzigen Regime sehr gut beschrieben, sehr gut gezeichnet. Und auf diesem Bild können wir dann in der nächsten Folge aufbauen, wenn wir dann uns mit dem Thema tatsächlich Anlegen in den silbernen 20ern beschäftigen und uns dem nähern werden. Da freue ich mich sehr drauf. Die werden wir nachliefern. Für alle Interessierten bis dahin kommt gerne einmal auf die Seite www.haspa-kapital.de. Dort findet ihr alle Informationen, die sich auch so rund um diesen Secular Outlook hier immer in die Meinungsbildung mit einbauen. Ich bedanke mich sehr bei meinen beiden Gästen, Dr. Max Udelin und Christoph Georg Metz. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich darauf, auch den zweiten Part mit euch zu machen. Ja, und freue mich drauf. Das wird gut. Wir freuen uns auch. Auf jeden Fall. Danke.